traue diesen Tomaten nicht. Die sind viel zu groß. Oh, was ist das? Bewässerungsphase eingeleitet. Ich werde das beobachten. Und wenn die Viecher sterben, oder die Pflanzen, dann werde ich hier definitiv nicht weitergehen. Verdammt. Ja, jetzt. Geld. Geld, 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 Geld. Zu Anbaubereichen. Na, da lebt er noch. Cool. Hallo, Hammond. Isaac, ach, wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von Ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Ja, natürlich ist irgendwas Großes drin, was nicht gescannt werden kann. Ich meine, wann ist das nicht so? Atmosphärensteuerung. Ich möchte jetzt nicht... Ah, okay. Beklagen, wollte ich gerade sagen. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Ja, so weit kommt's aber noch. Ich frage mich, warum ich mich doch freiwillig dafür gemeldet habe. Das sollte meine letzte Mission sein. Alter, habt ihr euch das mal angeguckt? Das hier, das ist der Leviathan. Und ich, Popeltyp. Techniker, Elektriker, was auch immer. Soll der Scheiß die platt machen? Ich habe den Schuss nicht gehört. Ich gehe jetzt erstmal speichern. Alle von guten Geistern verlassen. So, und dann werde ich in den Shop gehen. Falls mich jemand aufhalten will, soll er ruhig kommen. Energie für die Energiekanone. Haben wir was zum Verkaufen? Laserkanone, Plasmaenergie. Die Strahlmunition können wir verkaufen. Wir besitzen nämlich gar keine Strahlmunition, das würde ich nur mal gesagt haben. Energie, Laserkanone, Plasmaenergie. Ich dachte, wir hätten noch irgendwo Energie für die Energiekanone aufgehoben. Nehmen wir nicht, okay. Haben wir halt anscheinend nicht. Ach, wir müssen auch noch da lang. Achso. Anbaukammer Ost, Anbaukammer West. Gehen wir zuerst im Westen. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Der ganzen Sache ebenfalls nicht. Aber ich traue nicht Hammond, ich traue den ganzen scheiß Schiff nicht. Eine Werkbank! Yay! Die benutzen wir auch gleich mal, weil wir haben ja nämlich einen Energiekanon bekommen. Wo können wir den denn noch reinhauen? Wir sollten mal irgendwas anderes ausrüsten. Ich weiß noch nicht was. Aber standardhalber die Plasmakarte, dass wir das nochmal zum Monster 4 umentwickeln. Ja. Das machen wir. Und warum ich jetzt nicht auf Kapazität gegangen bin, fragt bitte nicht.
Ja. Manchmal werden schlechte Entscheidungen einfach spontan getroffen. Au, 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 au. Okay, überlebt. Schön. Ups. Wir fahren hoch. Ja, wir fahren hoch. Ich finde es schöner hochzufahren als runter. Für das Vieh habt ihr das Licht abgedunkelt? Ich wollte gerade sagen, gib ja bloß Loot. Interessant. Ich gehe erstmal hier rechts lang. Grillenzirpen. Ist das euer Ernst? Grillenzirpen? Affengeräusche? Ich will für euch hoffen, dass das nur eine Soundkulisse ist. Und nicht euer scheiß Ernst. Muss ich hier lang? Ich muss da durch. Ohne Fahrschein. Okay. Meine Güte. So, gebt mir bitte euren Loot. Ja, du brauchst ja gar nicht in auf Cthulhu machen, mein Freund. Zack. Das ist cool. Aber. Das. Warum gibt denn hier nur jeder fünfte irgendwas? Ich bin ein schlechter Schütze, ich brauche unendlich Munition eigentlich. Oh, was war das? Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ich hätte auf jeden Fall was fallen lassen. Impulsenergie. Hm, na gut. Gehen wir da erstmal auf das Impulsgewehr. Ich muss da lang. Schauen wir uns trotzdem erstmal weiter um. Wow! Ist ja ultra uncool. Kommt einfach von der Seite angesprungen. Wow! Wow! Was ist euer scheiß Problem? Bist du tot? Und wenn ja, warum? Ja, er ist tot. Das kommt davon, wenn man raucht. Das ist einfach mal die Notlüge, die es gibt. Oh shit. Das ist die beste Möglichkeit, die Scheißviecher zu töten, ohne dass die gleich
diese ganze Höllenplage auf ihn loslässt. Die Körperteile wegschießen und nicht in den Wand krachen. Weil wenn du den nicht in den Magen schießt, dann explodiert er und dann lässt er diese ganzen kleinen süßen Viecher los, die ihn ganz, ganz, ganz schnell umbringen können. Ist auch wieder rausgekommen. Muss ich rein? Ich muss sogar da rein. Hey, wir sind sogar relativ nahe gekommen. Was kann ich hier machen? Zuführung. Nährstoff zuführen. Okay. Hier ist noch so ein Typ, der ganz, ganz schwer zu atmen scheint. Okay. Wir holen uns noch ein bisschen Plasmaenergie. Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Und eine Tür, die nicht funktioniert. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall noch nicht lang. Ich werde es einfach nur so lassen. Und die Tür aufmachen. Und dann werden wir sehen, dass hier gleich so ein Typ hier schon irgendwo steckt. Der gerade voll am Abatmen ist. Oh, da ist er. Der lässt aber auch keinen Loot fallen. Wo? Was? Wo? Sie haben geläutet. Lang. Wir müssen da hoch. Okay. Ich hoffe auf einen baldigen. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Nee, ich bin doch schon unterwegs. Ich muss hier sogar lang. Okay. Ein bisschen Geld. Geld, 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 Geld regiert die Welt. Hydrosteuerung. Tod. Isaac, mach uns wieder ganz. Böse Motte. Böse. Was mit dir hier? Auf. Oh Gott, das haben wir überlebt? Ich dachte, wir wären jetzt tot. Hätte ich alles nochmal machen müssen. Das wäre die Hölle gewesen. Okay. Ich würde sagen, das lief ganz gut. So, da hatten wir eine kassiert dafür. Dass er so böse war. Anbaukammer irgendwo hin. Lang? Andere Richtung. Lass mich raten, auf die andere Seite. Hahaha. Mensch, wie gut ich bin. Jetzt gucken wir später was an. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz jemanden schreiben, der mich gestört hat, meine Aufnahme. So. Hier. Nimm auf.
Ein Speicherpunkt. So, an der Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder. Weil wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich war Mr. Kazoo. Es war mir eine Ehre. Wir sehen uns. Ciao.